Notenbank. Brunnenöffnung. Würde es denn, wenn wir hingehen und den Luftballon hier reinwerfen? Pass mal auf. Nein, das. Ja, das brauche ich noch. Wissen wir, wenn wir den Windrad reinwerfen? Warum sollte ich. Was ist denn, wenn wir hingehen und einfach mal nichts tun? Ich glaube nicht, dass. Ich glaube schon, dass das funktioniert, wenn du nichts tust. Taka, wir haben noch den Taka. Wir nehmen den Nasenschoner und kombinieren ihn mit dem Taka. Da muss nicht. Wir nehmen den Nasenschoner und kombinieren den mit dem Luftballon. Das mache ich nicht. Wir nehmen den Luftballon und packen den hier in den Abflussrohr. Nein. Den Eimer haben wir auch nicht mehr bei, ne? Um Wasser noch irgendwie mitzunehmen. Ich muss dem ja irgendwie mitteilen, dass der jetzt anfangen soll, die Musik zu spielen. Aber wie soll ich das hinbekommen? Pass auf, kann man. Oh, Moment. Können wir vielleicht jetzt irgendwie die Kamera mit. Ich glaube nicht. Können wir da einen Luftballon fallen? Ich glaube nicht. Können wir da einen Luftballon in das Zelt reinpacken? Naja. Ach, come on. Luftballon hier rein. Also Wasser rein. Ah, wenn ich das unter die Öffnung halte, kommt Wasser raus. Macht Sinn. Du hältst. Wenn ich das unter die Öffnung halte, kommt Wasser raus. Es kommt die ganze Zeit Wasser raus. Aber. Warum? Das hat er wohl bei dem Banner schon gesagt gehabt und hat nicht wirklich viel Sinn gemacht. Weil ein Banner und eine Öffnung ist ja jetzt normalerweise nicht so gegeben. Ich lasse die Luft erst einmal wieder heraus. Ja, du lässt die Luft mal wieder raus. Lalala, pack da mal ein bisschen Wasser rein. Ah, wenn ich das. Du hast auch kein Wasser da reingetan. Oh boah. Es gibt Gesichter, die kann man auch. Luftballon auf den Rohr. Warum sollte. Luftballon. Wir haben immer noch den Lolli und den Lolli. Den gehen wir einfach um Bohr. Das brauchen Sie dringender. Ich bin hier eingesperrt. Ja, und ein bisschen unterzuckert. Wir unterhalten uns einfach noch mit ihm. Hallo nochmal. Oh, Sie sind es. Bringt aber nichts, wenn ich dem jetzt sage, der soll ein Lied nochmal spielen, dann spielt er dann, aber kommt er unten nicht an. Was für ein schönes Lied. Ja, nicht wahr? Es ist das Einzige, an das ich mich noch erinnere. Was könnten wir machen? Den Lolli. Ich habe keine Ahnung. Wir gehen mal ganz kurz zurück da rein in den Müllschacht. Vielleicht haben wir da irgendwas übersehen. Wir haben noch ein Regal. Wir können mit diesem Regal einfach ein Windrad. Naja. Können wir den Basilienkopf nicht einfach reingucken? Oh, Moment, wir haben hier ein Fenster. Da habe ich ganz übersehen. Moment mal. Ein Fenster. Emil redet und redet. In dieser Hinsicht steht der Conroy in nichts nach. Ja, mach mal das Fenster auf. Ich nehme lieber den Müllschacht. Okay, jetzt bin ich raus. Ich habe wenigstens gesagt, jetzt können wir wenigstens immer die. Kannst du hier vielleicht eine Musik spielen? Spiel mal Musik. Hier spiele ich keine Flötennasenlieder. Zu gefährlich. Ja. Ja, okay. Dann nicht. Müsste ja nicht. Musst du ja nicht tun. Wir müssen irgendwie die Frau ablenken, aber wie lenken wir diese Frau ab? Indem wir, ich habe keine Ahnung, wir nehmen die Tüte mit Lichtpulver. Ich bin einfach nur am Verzweifeln gerade. Wir nehmen den Ballon und packen den auf die Kochkäfer. Warum sollte ich das tun? Weil du mir nicht sagst, was du wirklich tun möchtest. Weil mir nichts anderes einfällt. Wir nehmen den Lolli und werfen den gegen die Büste und sie sind einfach nur glücklich. So. Naja. Ich habe keine Ahnung. Wir gehen nochmal zurück. Ich bin gerade echt am überlegen, was ich gemacht habe, wo eine andere Reaktion entstanden ist. Wir gehen nochmal ganz zurück, pass mal auf. Wir gehen ganz zurück, weil wir durften
den Ventilator, ne, also das Ding, dürfen wir hier nicht reinstecken in die Halterung. Dürfen wir etwas anderes in die Halterung stecken, wie zum Beispiel diesen Lolli? Ich glaube nicht. Diesen Luftballon? Naja. Diese Tüte mit Niespulver? Das wird nicht. Den Tacker? Das war doch... Ich habe echt gedacht, wir könnten da jemand anderes reintun. Was könnten wir tun? Ich gucke immer noch ganz böse drauf. Windrad. Also Windrad bringt ja nichts, wenn wir es da rein tun, weil... Das funktioniert ja nicht, ne? Ja, und jetzt meldet sich die Frau wieder. Hey, was soll das? Oh, oh! Können wir den Windrad mit dem Luftballon kombinieren? Nein. Können wir? Ich glaube, ich habe ja schon alles miteinander kombiniert, mit dem Tacker und so. Er muss nicht getackert werden mit dem Lolli, das ist... Was? Was? Da schaue ich lieber nicht zu lange drauf. Mir wird schwindelig. Hatten wir das nicht schon ausprobiert? Wir hatten das alles miteinander kombiniert und nicht. Das würde nicht funktionieren. Okay. Also das Windrad dürfen wir da so nicht rein tun, weil den Leuten dann nichts passiert. Aber sobald man auf den Lolli guckt, wird einem schwindelig. Und wenn der Windrad sich jetzt mit dem Lolli dreht, wird den Leuten schwindelig. Moment. Ach komm, wirklich. Okay. So, jetzt kriegt keiner mehr was mit. Mhm. Ja, Sie ist hypnotisiert. Das ist ja verrückt. Mir wird ganz schwindelig. Dann guck da weiter rein. Das ist voll lustig. Ich möchte lieber nicht stören. Gute Idee. So, könnten wir jetzt einfach mal so das Niespulver nehmen? Ich könnte das Banner als Schleuder benutzen. Ja, natürlich. Wenn ich Emil mit dem Niespulver treffe, erfahren alle, dass er eine Flötennase ist. Sehr gut. Hey, Wachen! Bitte einmal die Lanzen gut festhalten. Hä? Du hast den Zivilisten gehört. Tu, was er sagt. Ups. Was war das? Ein Attentat! Ein Attentat! Findet den Verräter! Haltet die Augen offen! Schnell weg hier. Okay, ganz ruhig, Robert. Plan B. Nein, nur Loser haben einen Plan B. Ich brauche einen besseren Plan A. Na toll. Conroys Kopf, Mensch. Ja, den kriegen sie bestimmt noch mal in Steinert. Tja, ich will nicht sagen, dass es den Falschen getroffen hat, aber ich muss Emil erwischen. Ach so, ja, zum Glück wissen wir das ja jetzt. Du kannst den Kopf einfach mitnehmen. Ist er so leicht? Können wir den da reinpacken? Einer aus Stein und einer aus Luft. Wie gerät Asposien nur immer an diese Typen? Durch komische Leute, die die gewählt haben. Oder so. Den Lautsprecher hat es wohl mit in die Tiefe gerissen. Okay. Könnten wir den Lautsprecher mitnehmen? Nice. Können wir hingehen und, Schlauchhände? Der Schlauch führt direkt zu Emils Rednerpult. Können wir mit ihm reden? Ich könnte Emil dadurch anpusten. Aber was sollte das bringen? Anpusten? Ja. Können wir einen Luftballon dran kleben? Ich könnte ihm vorher, müsste ich allerdings den Ballon aufblasen. Ja, dann weißt du ja, was du hier zu tun hast, ne? Gut. Jo, dranhängen. Ich könnte Emil dadurch anpusten. Ja. Was? Obwohl soll ich den Luftballon aufblasen? Jetzt haben wir den Luftballon aufgeblasen. Ich könnte es tun. Die Betonung liegt auf könnte. Was hilft ein Lautsprecher, wenn niemand die Wahrheit hört? Ich weiß, wer die Wahrheit hört. Der verstärkt ja tatsächlich. Das ist ja unvorstellbar. Wir gehen mal nach oben. Lolo. Hallo, Onkel. Hallo nochmal. Hallo. Oh, hallo. Sie sind es. Ja, ich bin's.
Ja, Mensch, wir reden gleich nochmal. Auf Wiedersehen. Ja, das hoffe ich auf jeden Fall. Pass mal. Wir kleben mal hier die Brause dran. Das könnte passen. Mach mal. So. Wenn wir schon einmal da sind. Wir gehen mal ganz kurz nach unten und reden hoch oder machen das andersrum. Mal gucken. Wir fragen mal hier von hier unten. Sag mal, Kollege. Oboe? Ah, junger Freund. Ich dachte schon so bei mir, die Stimme in meinem Kopf klingt aber heute freundlich. Hm. Ich bin drin. Ich hab's geschafft. Wirklich? Ich hab bis zuletzt gedacht, dass ich das Ganze nur geträumt habe. Was? Mensch, du bist ja eine Pflaume. Was für ein schönes Lied. Ja, nicht wahr? Es ist das Einzige, an das ich mich noch erinnere. Jetzt versteh's. Moment. Ja, natürlich. Wir gehen ja nur auf Nummer sicher. Oh, das ist aber gemein. Es ist gut, aber es ist gemein, wenn er versteht. Weil, jetzt versteh ich erstmal, was damit gemeint ist. Ich habe gedacht, dann öffnet sich irgendwie ein Tor zu irgendeinem Kapellensaal und da steht nochmal eine Kapelle hinter oder so. Ich habe keine Ahnung. Oboe? Hallo nochmal. Oh, Sie sind es. Ja, also, pass mal auf. Hallo? Was für... Ja. Trödel nach oben. Wow, der Steinstaub kitzelt in der Nase. Oder es ist meine Conroy-Allergie. Sehr gut. Okay. Von dem Kopf ist nichts als Steinstaub geblieben. Ja, reicht ja auch. Gut so. Dann weißt du, was du zu tun hast? Wir nehmen den Steinstaub und packen ihn. Ich hab eine Idee. Lass mal die Luft raus. Ich lasse die Luft erst. Ja, mach mal raus. So, pass mal auf. Jetzt gehst du hin und packst den Steinstaub. Ja. Darin ist der Staub sicherer aufgehoben. Richtig. Richtig. So, Luftballon mit Steinstaub. Jetzt gehst du hin und pustest die Steinstaublunge auf. Tja, warum sollte ich den Ballon eigentlich nicht aufblasen? Ja, richtig so. So, jetzt nimmst du den Luftballon und klebst ihn hier dran. Das könnte funktionieren. Ja, natürlich. Oh. Eine bekannte Ära, Conroys Ära. Eine Ära der Ordnung und Regeln und Sicherheit. In der niemand von uns allein ist. In der niemand zurückgelassen wird. Conroy zu Ehren soll heute allen Flötennasen ein Ende gesetzt werden. Er möge wieder Er ist eine Flötennase. Ach du meine Nase. Ich wusste es. Ich habe es die ganze Zeit gewusst. Es funktioniert. Das ändert nichts. Gar nichts. Ich bin nicht wie Sie. Ich bin ein Asposer. Ein Conroyalist. Ihr müsst verstehen. Nein, nein. Ich bin auf eurer Seite. Wir haben einen gemeinsamen Feind! Wache! Schupf die Flötennase in den Brunnen! Oh nein! Heute stirbt niemand! Flötennasen, spielt, was das Zeug hält! Auf mein Zeichen! Du
bist also Emil. Bist du derjenige, der Conroy ermordet hat? Oh, ermordet ist so ein hartes... Ja. Aber wenn du selbst eine Flötennase bist, warum hast du sie dann alle? Ich bin vielleicht mit Löchern in der Nase geboren worden. Aber ich habe mich dafür entschieden, normal zu sein. Mich an die Regeln gehalten. Ich habe eine Familie gehabt. Eine, die mich wollte, nicht ausgesetzt hat. Ach du meine Güte. Ich glaube, ich weiß, wer du bist. Du wurdest nicht ausgesetzt. Meine Mutter hat mir immer die Geschichte vom Brunnenkind erzählt. Ein kleiner Junge ist vor Jahrzehnten in den Windbrunnen gefallen und nie wieder aufgetaucht. Die Dynastie ist weit in den Brunnen hinabgestiegen und hat dich jahrelang gesucht. Wir dachten, du wärst tot. Ich habe immer geglaubt, das wäre ein Märchen. Meine Mutter wollte nicht, dass ich auf dem Brunnenrand Seil springe. Ich wurde nicht ausgesetzt? Das erklärt diesen seltsamen Traum, den ich immer wieder habe. Ich träume, dass ich ein kleiner Junge bin und in einen Windbrunnen falle. Oh. Macht Sinn. Was machen wir denn jetzt mit ihm? Wir sollten ihn... Wir werden ihn nicht umbringen. Er gehört zur Familie. Das stimmt nicht. Ich bin nicht wie ihr. Was sollen wir tun, euer Gnaden? Ich bin keine verdammte Flötennase. Ich bin normal. Bringt ihn zum Schweigen? Bringt ihn zum Schweigen. Hui, erster Befehl. Liebe Asposa, es ist an der Zeit, dass ihr die Wahrheit erfahrt. Es gibt keine fliegenden Windgötter. Die Basilen waren von Conroy gebaute Maschinen, um Angst unter den Leuten zu schüren. Und mit diesen Maschinen hat er die Flötennasen versteinert. Die Flötennasen beschwören diese Monster nicht. Sie beschwören den Wind. Sie bringen uns das Leben. Sie sind die rechtmäßigen Herrscher Asposiens. Der Verrückte hat recht. Das ist die Wahrheit. Darum habe ich beschlossen, dass in Zukunft ich die Regierung übernehme. Mein Name ist Confucius. Und hier ist, was ich glaube. Ich glaube, wir sind alle eine große Familie. Das klingt doch eigentlich nicht schlecht. Flötennase. Versuchst du schon wieder, vor deiner Verantwortung abzuhauen? Hören wir doch erst mal, was er zu sagen hat. Eine Familie, die von einer dreieckigen Murmel abstammt, die aus dem unendlichen Erdreich kommt. Okay. Ich glaube nicht an die Realität. Ich glaube, wir alle sind ausgedachte Figuren in einer unmöglichen Welt. Ich glaube, es gibt mindestens vier von mir, die hier irgendwo rumlaufen. Einer ist böse und ich bin mir nicht sicher, ob ich es bin. Ich habe es schon zweimal geschafft, eine Kaktee mit einem Wulluf zu kreuzen, damit diese länger Wasser speichern können. Meine erste Mission als euer neuer Herrscher wird es sein, eine Leiter zu erfinden, die das Rad ersetzt. Okay, stopp! Und wer bist du? Ich bin der Rechtmäßige, Komm schon. Er ist der wahre König von Asposien. Gern geschehen. Jetzt musst du's nicht selbst sagen. Los jetzt, Junge! Schwing deinen Hintern ans Pult und lass die Leute hören, was du zu sagen hast. Liebe Asposa, ich weiß, die letzten Jahre waren nicht einfach. Das waren sie für meine Familie auch nicht. Das muss ein Ende haben. Wir können uns nicht mehr hassen. Wir können uns nicht länger vor der Welt verstecken. Es wird Zeit, dass wir uns alle kennenlernen. Mein Name ist Okario Boe der Dritte. Und mein Vater war der König über die Flötennasen und die Windbrunnenwächter.
bevor Conroy ihn ermordet hat. Wisst ihr was? Ihr solltet euch einfach selbst jemanden aussuchen, der euch regiert. Ich weiß, ich würde es mir gerne aussuchen. Was tust du denn da? Genau das Richtige. Bis ihr jemanden gefunden habt, den ihr gerne als Anführer hättet, kann ich das übernehmen. Was sagt ihr dazu? Ich nominiere meinen Nachbarn Henker. Der leiht mir immer seine Gießkanne. Der wäre bestimmt ein guter Herr. Ich nominiere mich. Warum? Ich wäre wirklich, wirklich gerne König von Asposien. Ich finde, das hört sich gut an. Er hat meine Stimme. Oh Gott, diese Vollidioten haben dich nicht verdient. Aber ich bin froh, dass du es geschafft hast. Ich bin stolz auf dich. Danke, aber dein Plan war besser. Wäre ich nicht so feige gewesen, hätte ich auf dich gehört. Du konntest ja nicht wissen, wie fanatisch Emil ist. Nicht so fanatisch wie ich. Niemand ist so fanatisch wie du. Ich bin auch stolz auf euch. Danke. Du kannst jetzt loslassen. Libretta? Einen kleinen Moment noch. Na komm, Flötennase. Zeig mal, was du als König so drauf hast. Hat da irgendjemand gerade Geld fallen lassen? Ja, und das war Xenoblade 2, der letzte Windmönch von Head Up Games GmbH und KKG. Ach, da waren wir wieder richtig schön gewesen. Also, ne? Also ich fand, da war ein richtig schöner Nachfolger gewesen zum ersten Teil. Hat sich super ergänzt und alles und wurde super wieder erzählt, waren tolle Rätsel bei. Ein paar, wo ich sagen würde, ja, ne, die sollte man vielleicht nochmal ein bisschen überarbeiten, vielleicht für den dritten Teil oder so. Aber so erstmal waren die doch gar nicht mal so schlecht. Es waren halt ein paar Rätsel bei, wo ich mir im Nachhinein dachte, ja, okay, hätte man vielleicht drauf kommen können. Ich weiß noch nicht, wie ich hätte vielleicht einfacher oder logischer drauf kommen können mit dem Rätsel von wegen, wo der Oboe von der Geschichte zu erzählen hat, wo der hingeht mit dem Wassereimer und mit welchem Endboss. Jetzt im Nachhinein doch, ja, ist halt schon logisch, dass er halt mit dem Wassereimer dann in die Berge geht und ne, der hätte aber theoretisch auch mit dem Schwert durch die Wüste rennen können. Ne, solche Sachen halt. Ne, naja. War auf jeden Fall wunderschön. Ich habe mal so ein bisschen rumgeguckt. Was ich ein bisschen schade fand, also jetzt nicht vom Spiel her, sondern von den Bewertungen auf Steam, dass die Leute es nicht so positiv irgendwie bewertet haben. Also da waren einige negative Sachen bei, was ich jetzt nicht so wirklich verstanden habe. Unter anderem stand da so etwas bei, von wegen, dass die Aufgaben irgendwie ab der Hälfte vom Spiel auf einmal, also die Aufgaben von wegen, beziehungsweise die Rätsel, sondern auf einmal irgendwie sich verändert haben. Und die sollen leichter geworden sein. Am Anfang waren sie halt noch anders und hinterher sollen sie leichter geworden sein. Konnte ich doch nicht sagen. Also bis zum Ende hatte ich immer noch so komischen, also nicht komischen, aber knackigen Rätsel, sagen wir mal so. Also weiß ich nicht. Und was mir aber persönlich aufgefallen ist, ist halt, ja, vielleicht meinten die aber auch, die Rätsel sind einfacher geworden, von wegen, am Anfang durftest du halt noch hin und her wechseln. Was? Was ist das denn? Ohne Rückhalt unseres eigenen Erzeugten? Was? Peter, Sophia? Was? Ich versuche gleichzeitig noch mitzulesen, was da so steht, was die Leute so schreiben. Ich glaube, vielleicht meinen die Leute aber auch, dass die Rätsel einfacher geworden sind. Ich rede mal ein bisschen lauter, weil die Musik ein bisschen lauter gerade wird. Obwohl ich die Musik richtig schön finde. An die sollte ich die jetzt mal laufen lassen. Dass du zum Beispiel am Anfang halt noch hin und her wechseln konntest zwischen Laura und Huck. Und hinterher gar nicht mehr. Hinterher hatte es einfach nur noch Robert. Ich habe wirklich gedacht, auch thanks for playing. Ja, danke für das tolle Spiel auf jeden Fall.
Habe ich auch gedacht, okay, vielleicht kann ich gleich nochmal irgendwie auf Laura wechseln oder auf Huck oder so, jetzt im Endding, also im letzten Kapitel, was wir jetzt gespielt haben, wo die da halt noch bei dem E-Mail im Büro rumgestanden haben, aber leider nicht. Mal gucken, ob noch was kommt. Nein. Okay. Gut, das war Xenoworld, der letzte Windmönch. Ich weiß nicht, ich bin mal überrascht. Also ich bin nicht überrascht, aber ich lasse mich gerne mal überraschen, ob noch mal ein neuer Teil gibt. Mal gucken, ich weiß nicht, wie der sich verkauft hat, wie gut der angekommen ist. Also, ne, ich sag mal, von den Steam-Community-Sachen, die da meistens stehen, kann man nicht wirklich viel halten. Ne? Da wären auch gute Spiele, wo du eigentlich sagst, okay, die Spiele sind eigentlich relativ gut, richtig negativ bewertet, weil irgendein Shitstorm gerade irgendwie aufgetreten ist oder irgendwas. Deswegen, ich sag mal so, wer es bis hierhin gesehen hat und sich denkt, oh, ich habe mir das vielleicht nicht komplett richtig angeguckt, also ich jetzt persönlich, sondern du möchtest es ja selber nochmal angucken, holt euch das Spiel gerne. Guckt mal auf Steam oder bei Amazon oder so. Vielleicht auch in irgendeinem Sale. Wenn ihr sagt, ich glaube, das Spiel kostet normalerweise, boah, ich weiß nicht, 20, 25 Euro? Ja, also ich saß jetzt mehrere Stunden dran. Ist für mich persönlich, finde ich es gerechtfertigt, weil so ein Adventure, wenn ich jetzt, sagen wir mal, so ein Deponia, so einen letzten Deponia-Teil rauskam, der hat auch 30 Euro gekostet. Man merkt den qualitativen Unterschied schon. Ne? Aber da steckt aber auch Dedelic hinter. Und Dedelic ist halt ein großer, erfahrener Spieleentwickler, die sich halt über die Jahre spezialisiert haben, halt auf Adventures, auf Point-and-Click-Adventures, und die haben halt auch mehr oder weniger das Geld, um das wirklich zu finanzieren und alles. Und jetzt, wie man hier zum Beispiel gerade gelesen hat, wurde Xenoworld zum Beispiel auch von dem, wenn ich mich nicht ganz täusche, vom Ministerium von Baden-Württemberg irgendwie mit unterstützt. Und das ist halt richtig cool, ne? Also ist halt ein kleines Unternehmen, die halt super Arbeit abgeliefert haben. Und, ne? Also wie gesagt, falls es euch gefallen hat, schaut es euch gerne mal an, weil jeder, der sich das Spiel halt holt, auch wenn man hinterher sagt, ach, ich will es einfach nur eine Sammlung haben, oder man zockt halt Spieler, man zockt halt selber mal irgendwann später, oder man kennt vielleicht Leute, die zum Beispiel irgendwie Point-and-Click-Adventures gerne spielen und kennen sie in der World gar nicht, kann man ja einfach mal den ersten Teil holen und dann kann man den natürlich auch mal irgendwie, vielleicht mal irgendwie zum Geburtstag oder mal zwischendurch schenken, weil ich sag mal so, in der World, der erste Teil, wenn er irgendwie im Sale ist, kostet der wirklich fast gar nichts mehr. Und ich muss zugeben, ich habe mir sogar Xenoworld damals den ersten Teil zweimal geholt gehabt. Ist nur so ein kleiner Funfact, den habe ich mir damals bei Amazon geholt. Und später dann nochmal bei Steam hinterher nochmal, damit ich es halt auch nochmal auf Steam habe. Ne, also, wie gesagt. Ich hoffe, dass nochmal ein dritter Teil kommt. Würde mich auf jeden Fall freuen mit Robert, mit Huck und mit Laura und allen drum und dran. Und würde mich freuen. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Wollte ich noch irgendwas sagen? Ich bin ein bisschen froh. Also hört sich doof an, aber ich bin jetzt froh, dass ich ein Let's Play durch habe. Von den ganzen Let's Plays, die ich normalerweise gerade auf meinem Kanal laufen habe. Yes! Es sind nur noch 3 Let's Plays, die ich momentan aufnehmen muss, in Anführungszeichen. Yay! Yeah. Eins habe ich jetzt auf jeden Fall durch. Ich bin ein bisschen froh, traurig auf jeden Fall, dass ich durch habe, aber auch froh, dass ich jetzt mal irgendein Spiel durch habe von den Sachen. Ja, alles klar. Dann würde ich sagen, falls es euch gefallen hat, schaut es euch gerne mal an. Hinterlasst gerne ein Like, hinterlasst gerne einen Kommentar. Vielleicht, was ich ändern kann, was ich vielleicht noch irgendwie verbessern könnte oder so. Und falls euch das Spiel gefallen hat, schaut es euch auch gerne mal bei Steam an, bei Amazon oder irgendwie in irgendeinem Sale. Und falls ihr den ersten Teil gar nicht kennt, die gibt es bei mir auch auf dem Kanal. Xenoworld gibt es den ersten Teil bei mir auch auf dem Kanal, könnt ihr euch gerne mal anschauen. Und dann könnt ihr ja immer noch gerne entscheiden, ob ihr euch das Spiel holen möchtet. Vielen Dank fürs Vorbeischauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und würde mich freuen, wenn ihr bei dem nächsten Let's Play, also spätestens bei Xenoworld 3, der letzte Windmönch, da könnte bestimmt sein, der neue König oder alte Probleme. Keine Ahnung, irgendwie so etwas. Mal gucken. Wie gesagt, vielen Dank fürs Vorbeischauen. Euch noch einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Let's Play. Würde mich auf jeden Fall freuen. Tschüss.